Leute, hier ist eure Christina und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Stable. Ihr habt ja jetzt zwei Teile von den Videos gesehen, da ich mit meiner Freundin da aufgenommen habe. Das war apropos, das war die Freundin aus meiner Grundschule. Hier heute habe ich noch Summer Champion dabei, weil ich ihn ganz doll mag. Und ja, ich wollte euch mal sozusagen das Update zeigen. Einmal ist der Pferdemakler. Ich werde jetzt nochmal, ist eigentlich ein ganz normales Video, aber ich möchte trotzdem jetzt nochmal erwähnen, was nochmal neu kam. Also hier, Pferdemarkt-Quests kam der Pferdemarkt. Und hier das Whale Day wurde anscheinend irgendwie verschönert und so Zeugs. Und hier ist noch ein Mann, und zwar Gunnar Ferkel, der hier so seine Ferkel hier verkauft. Guck mal, das eine läuft hier so rum, so süß. Wir werden uns die gleich nochmal anschauen. Erstmal möchte ich jetzt nochmal schauen, was hat sich denn hier so alles verändert? Ja, hier das Haus hat sich verändert, was ich merke, ne? Hier alle, überall die Fenster sind blau, das merke ich total sofort. Die Blumen sind ein bisschen anders. Hier waren davor keine Blumen, oder? Ich bin ein bisschen krank. Die Dächer sind auf jeden Fall anders. Hier, ihr seht das. Und da backt was rum. Ja, gut, mal wieder typisch das. Denn wie seht ihr das da oben? Das hängt oben in der Luft. Aber okay, wir lassen das jetzt mal so gelten. Ja, hier wieder, wie gesagt, blaue Fenster. Im Shop hat sich, glaube ich, nichts verändert. So, wir werden das jetzt mal gleich testen. Und zwar kann schon mal hier so ein Backen, dass man auf das Dach springen konnte. Ich glaube, da kann man immer noch drauf springen, oder? Ich brauche jetzt viel auf Springrampen, sonst funktioniert das nicht. Ja, okay, ich sehe schon, es funktioniert. Ja, ihr habt es gesehen. Man muss halt nur richtig die richtigen Springsachen anhaben. Dann funktioniert das Ganze auch. So, wir reiten mal zu den Ferkeln rüber. Oh, ich liebe Summer Champion. Das ist so süß, das Pferdchen. Er ist so süß. Oh, ich liebe ihn. Oh, er ist so toll. Ist einer meiner Lieblings. Es ist wirklich mein Lieblingspferd, wirklich. Muss ich schon sagen. So. Da gibt es ein gepunktetes, ein dunkles und ein ganz rosanes Scheinchen. Mir gefallen alle eigentlich. So, ich glaube, ihr seht das. Ich warte, ich mache mal. Ich muss jetzt erstmal so einstellen, dass man das sieht, damit ihr es seht. So, jetzt war ich mal wieder so dumm und habe mir keine Satteltasche genommen. Was kann ich jetzt machen? Okay, wir machen das jetzt so. Ich werde euch jetzt erstmal. Nee, wir machen einen Cut und wir sehen uns jetzt gleich wieder. Ich hole mir eine Satteltasche, weil das geht ja gar nicht, wirklich. Ohne Satteltasche. Ich bin ja total eine hohle Nuss, wenn ich manchmal so überlege. Oh Gott, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr nehme ich wieder auf? Ja, ich nehme wieder auf. Eieiei. So, ich habe mir jetzt einfach diese Tasche hier gekrallt, weil ich jetzt keine andere passende gefunden habe, leider. Leider. Leicht. Ach du. Sind neue Pferde? Warum ist das so hell? Ich glaube, ich hab das. Hä? Warum ist das so nah? Hey, habt ihr das gehört? Dass ich... Er hat Haie gesagt. Oh mein Gott. So, wir tun das mal hier so hin. Den anderen Tattoo mir zu. So, ich hab gesehen, dass das wird. Na klar, ich kann sogar noch ein bisschen mehr zur Seite. Ich kann sogar hier hinschieben, ne? Ja, perfekt. Perfekt hier. So, dann gibt's einmal. Das ist so knuffig. Ein cooles Schwein. Eink. Und es kostet 29 Starcoins. Ich finde es ganz süß, aber es ist mir persönlich zu dunkel. Vor allem für dieses Pferd hier, Summer Champion. Dann gibt es nochmal hier so ein. Oh, wie knuffig! Ein schlaues Schwein. Oink. Es kostet 69 Starcoins. Und dann gibt es hier ein wütendes Schwein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ein wütendes Schwein. Oink. 199 Starcoins für ein wütendes Schwein. Ja. Oh, die verstecken sich in der Tasche. Oh mein Gott. Das will ich jetzt mal sehen. Das beobachten wir jetzt mal bei dem hier auch noch. Weil das andere hat sich ja da so... Oder macht das nur das eine? Oh nein, das ist so knuffig. Aber ich möchte ein bisschen die Starcoins eigentlich. Weil sonst würde ich mir... Ich möchte jetzt wirklich nicht so viele Starcoins ausgeben. Ich sehe, anscheinend macht nur dieses hier, dieses, dass es da so runtergeht. Das hier finde ich ja cool, aber es ist mir persönlich, ja, ich will jetzt nichts dagegen sagen. Ich schaue es nochmal von den anderen Seiten an, alle Schweinchen, hier nochmal das. Oh, das ist so knuffig, wie sich das so versteckt. Oh, dieses Schweinchen hier passt auch zu der Tasche.
Oh, sorry, Leute. Sorry, ich merk's schon. Ich merk's schon, ja? Ich merk's. Oh Gott. So, dann hier nochmal dieses Schweinchen von der Seite. Ja, das ist mir persönlich wirklich zu dumm. Oh, das ist so knuffig, dieses hier. Oh, jetzt versteckt sich das hier auch. Oh mein Gott, Leute. Oh, das ist so knuffig. Ah. Oh mein Gott. Aber ich finde persönlich, am angemessensten für mich ist jetzt, das hier ist mir persönlich wirklich zu dunkel. Cooles Schwein. Kostet 29 Stacken, ist für den Preis ganz okay, auch vom Style, wie das Schwein jetzt aussieht. Oh, es tanzt. Ja, seht ihr, das ist Tanz. Hat gerade wirklich mit dem Köpfchen gebackelt. Dann gibt es hier nochmal dieses wütende Schwein. 199 Stacken, das finde ich persönlich wirklich extrem überteuert. Also ich werde mir das jetzt erstmal nicht holen. Ich finde das wirklich überteuert, wirklich zu überteuert. Und das hier finde ich, die Farbe, die passt perfekt. Die Starcoins sind auch ganz okay, die passen mir ganz gut, die Starcoins. 69 Starcoins. Es versteckt sich auch und es hat sich als erstes so süß versteckt. Und ich finde auch das hier, ein schlaues Schwein, ist doch perfekt, ne? Am angemessensten für mich. Ich werde mir jetzt das hier holen. So, das war's dann hier, ne? So. Ja. Habt ihr euch vielleicht auch ein Schweinchen gekauft? Ja, wenn ja, dann sagt mir mal bitte, welches ihr euch geholt habt und was ihr jetzt dazu haltet. Also ich finde persönlich dieses gepunktete zu teuer. Wirklich, das ist mir persönlich wirklich sehr, sehr teuer. So, wir betrachten das Ganze jetzt nochmal. So, wir schauen uns das jetzt nochmal. Warte, Info. Oh, das ist so knuffig. Und jetzt rutscht meine Figur. Na toll. Ey, das ist jetzt fies. So. Oh, das ist so süß, Leute. Gell? Oh, ich finde das so knuffig. Oh mein Gott, Leute. Ah, das ist so knuffig. Oh mein Gott. Tut mir leid. Entschuldigung. Okay, wisst ihr, was wir machen? Das teure kaufe ich mir jetzt auf jeden Fall nicht. Aber ich werde mir jetzt mal noch das billigste holen, weil es ist jetzt nicht so viel, oder? Ja, ich habe noch 432 Euro. Da kann ich mir jetzt nochmal, ich hole mir nochmal das billigste, weil ich euch das gerne, ich würde euch gerne alle zeigen, aber das 200 Starfalls für das eine ist mir wirklich zu viel. Wenn die billiger wären, würde ich mir jetzt extra alle drei holen, auch wenn ich sie nicht perfekt finde, würde ich sie mir holen, um sie euch zu zeigen. So, jetzt wechseln wir mal. Ja, auf dem Pferd ist es, das ist zu dunkel, finde ich. Auf so dunkle Pferde würde ich das Schweinchen jetzt hier nicht nehmen. Außer in der Nacht natürlich. So sieht das hier jetzt aus. So, ich zeige euch jetzt nochmal beide. Das hier. Und dann jetzt nochmal das. Ich habe mir das jetzt nochmal für euch geholt, damit ich euch das zeigen kann. Das ist auch knuffig. Aber mir gefällt wirklich. Obwohl es eigentlich ganz süß. Oh, wie sieht das in der Satteltasche? Och mein Gott, Leute. Das ist doch so knuffig. Das ist echt total knuffig. Ich habe mir jetzt erstmal bei den dunklen Pferden nehme ich mir dann immer das Helle. Bei den hellen Pferden nehme ich mir immer das Dunkle. Oder andersrum vielleicht. Ich weiß noch nicht. Ja, hier hinten alle Dächer sind anders. Hier die Fenster sind anders. Ein bisschen rumgewachsen. Alles hier ein bisschen mehr geschmückt. Das ist alles neu für mich, also was ich herausgefunden habe. Ja, dann beende ich diese Folge mal. Wenn ihr euch auch ein Schweinchen geholt habt, dann sagt mir welches. Vielleicht habt ihr euch ja alle drei geholt oder vielleicht eine nur oder zwei. Oder schreibt mir einfach eure Meinung so in die Kommentare, was ihr zu den Preisen und sowas hält. Also ich finde, dass das hier, das rosaste, das was ich gerade habe, das finde ich perfekt vom Preis und von der Farbe und so Zeugs her. Das finde ich am süßesten auch, nicht am süßesten, sondern ich finde das auch sehr passend. Das mittlere ist billig, aber es ist mir halt ein bisschen zu dunkel. Und das hier ist schön, aber es ist mir viel zu teuer. Also, ja, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Hey, Summer, friss nicht Gunnar. Nein. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Und das war's dann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und über einen Abonnenten dazu. Mittlerweile sind es schon 38. Ich bin total happy für 38 Abonnenten. Dankeschön. Und ja, tschüss.